Betty, jetzt lass den Quatsch. Entschuldigung. Da bist du ja endlich. Wir warten alle. Die Polizei ist da. Die Polizei? Trant, hast du Crow vorgespielt? Nee. Hast du Nemesis Mysterious Johnny 3 gespielt? Nee, auch nicht. Hast du dann Jack der Monsterschreck und der Schnauze? Nun, dann wären wir auch endlich vollzählig. Meine Damen und Herren, wir möchten Ihnen zunächst einmal unser tiefes Mitgefühl für den Verlust Ihres Mentors und Chefredakteurs Colin aussprechen. Es ist wirklich eine schreckliche Tragödie, die hier vorgefallen ist. Und es ist nun unser Job, diese aufzuklären. Aufklären? Was gibt's da aufzuklären? Colin ist friedlich in seinem Zimmer eingeschlafen. Er war eben alt. Keineswegs. Was? Oh, geil. Gibt's einen Mord? Ich liebe Töten. Bertie, was genau wollen Sie damit andeuten? Der Tatort lässt vermuten, dass Colin an einem Videospiel gestorben ist. Ja, und? Nun ja, Game 2 befindet sich gerade in der Sommerpause. Und Sie alle waren auf der Suche nach Spielen für die nächste Folge. Ich glaube, dass eines dieser Spiele der Grund für Colins vorzeitiges Ableben war. Und ich glaube auch, dass es kein Zufall war, dass Colin es gespielt hat. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Oh doch. Jemand hier in diesem Raum hat Colin mit einem Videospiel in Gar ausgemacht. Und ich werde ihn überführen. Oh Gott, mit ihm fangen wir an, aber sichern Sie ihn bitte. Der wird gefesselt, ist dir klar, ne? Okay, was genau ist denn jetzt Ihr Job bei Game 2? Ich bin Experte. Experte für was? Perverse Gewaltorgien, Tod, Folter, Meuchelei. Also eigentlich immer, wenn es darum geht, jemanden grausam abzuschlachten. Okay, und mit was für Spielen haben Sie sich so in der Sommerpause beschäftigt? Da waren ganz schön brutale Sachen dabei. Besonders Chivalry 2. Ah, geht es da herrlich martialisch zur Sache. Das ist quasi ein Battlefield, nur eben im Mittelalter. Und egal, ob sich 40 oder 64 Leute auf den Schauplätzen tummeln, die Stimmung, dass man an einer epischen Schlacht teilnimmt, wird hervorragend eingefangen. Und wenn ich wildbrüllend auf meine Feinde zustimme, bekomme ich Bock. Bock mit dem fetten Schwert in der Hand, meinem Gegner mal so richtig. Wow, 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 stopp, stopp, stopp. Entspannen Sie sich mal ein bisschen, okay? Okay, okay. Die Aufgaben sind meistens simpel. Die eine Seite muss was einnehmen, zerstören oder eskortieren. Die andere versucht, das zu verhindern. Manchmal reicht es auch einfach, die feindliche Fraktion oft genug aus den Latschen zu hauen. Die Kämpfe mit den unterschiedlichen Klassen Bogenschütze, Fußsoldat oder Ritter spielen sich angenehm schwerfällig und taktisch. Jede Waffe hat verschiedene Angriffe, die sich auch kombinieren lassen. Dabei ist es jedoch wichtig, auf die Ausdauer zu achten, denn die braucht man auch zum Blocken. Und ohne Ausdauer ist man seinem Feind so schutzlos ausgeliefert wie Theon Graufreud in der dritten Staffel Game of Thrones. Das Ganze wird zusätzlich dadurch aufgelockert, dass man seine Schwerter, Dolche oder anderen Gegenstände auf die Gegner werfen darf. Man kann auch einen abgetrennten Kopf nehmen und auf Gegner werfen. Das ist ein Kohlkopf, also ein Weißkohlkopf. Ist das ein Kopf? Aus Kohl. Wenn man im Spiel den Gewaltgrad runterschraubt, dann sind das Weißkohlköpfe. Das weiß ich doch. Glauben Sie, ich bin dumm? Dieser dumme Colin hat mich gezwungen, den Gewaltgrad runterzuschrauben. Und alles nur wegen diesem dummen Jugendschutz. Beruhigen Sie sich doch. Was ich von Ihnen wissen will, hätte dieses Spiel ihn umbringen können? Dadurch, dass der Umfang momentan mit nur 8 Karten und 3 Modi überschaubar ausfällt, geht dem Spiel recht schnell die Puste aus. In kurzen Schüben ist Chivalry 2 aber ein spaßiges Unterfangen und eine nette Abwechslung im Multiplayer-Bereich. Besonders, wenn man die köstlichen roten Lebenssaft ein... Okay, das reicht mir zu Chivalry. Was haben Sie noch gespielt? Oh, etwas ganz Feines. Einen schönen, brutalen Shooter. Das Mittelalter ist schon meine wahre Passion. Aber ich mag das Töten in allen Formen. Sowohl traditionell als auch modern. Und deshalb mag ich auch Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Hier gibt's schicke, große Maps, in denen ich mich mit Scharfschützengewehr und sonstigem Militärspielzeug austoben kann. Die Aufgaben sind eher stumpf und simpel. Töte Person X oder schalte die feindliche Anlage Y aus. Aber egal wie man's dreht, töten ist hier Tagesprogramm. Kein Wunder also, dass mir das so gut gefällt. Vor allen Dingen, weil besonders gelungene Abschüsse mit einer stylischen Slow-Mo-Kamerafahrt belohnt werden. Und wenn die Kugel beim Feind einschlägt, da gibt's eine Röntgenansicht, in der die Knochen so krass machen. Und bei einem Kopfschuss macht's dann Splash. Und da gibt's überall Blut. Blut! Ist ja okay. Ruhig, ruhig. Ist ja schon klar, dass Sie darauf abfahren, aber fahren Sie fort. Na gut.
Um solch köstliche Kills hinzukriegen, ist Vorbereitung essentiell. Heißt, wenn man sein Ziel auf sehr lange Entfernung töten muss, sollte besser ein Scharfschützengewehr eingepackt werden. Wenn es in ein vergleichsweise kleines Areal mit mehreren Gegnern geht, dann sollte man besser ein Gewehr für kurze Entfernungen dabei haben. Die Story ist echt lahm. Aber dafür gibt es so geile Kills und brechende Knochen und platzende Schädel. Stopp. Er war's nicht. Er war's nicht? Also wenn der Typ kein Killer ist, wer dann? Stimmt schon. Aber der Leiche wurde kein Haar gekrümmt. Hätte Bertie Colin getötet, hätte er ihm 100 pro irgendwas abgehackt. Stimmt. Ich hol da mal den nächsten rein. Bring bitte einen Tee mit. Wie lange soll das Ganze hier jetzt dauern? Ich habe noch einen Termin. Wie geht's dem Fuß? Besser, danke. Waren Sie deshalb nicht mit auf der A3? Ja, das war eine ganz dumme Geschichte. Eigentlich war der Fuß gar nicht gebrochen und eigentlich waren die auch gar nicht in L.A. Es war alles nur ein Prank. Haha, witzig. Mhm. Vor allem, als ich dann vor Aufregung vom Balkon gefallen bin und er dann wirklich gebrochen war. Das muss schmerzhaft gewesen sein. Ja. Auch emotional. Geht? Waren Sie sehr sauer auf Colin? Ja, seine Fresse, als er fröhlich davongefahren ist. Warten Sie mal, worauf wollen Sie eigentlich hinaus? Nichts, ich stelle nur Fragen. Ja, wenn Sie jemanden verdächtigen wollen, dann nehmen Sie doch den Perversen da hinten in der Ritterrüstung. Der hat heute schon dreimal versucht, jemanden umzubringen. Den hatten wir schon, aber Colin wurde nicht mit einem Schwert, sondern mit einem Videospiel getötet. Was haben Sie denn eigentlich die letzten Wochen so gemacht? Naja, Spiele rausgesucht für die erste Sendung nach der Sommerpause. Aha, und was waren das so für Spiele? Naja, auf jeden Fall nichts Gefährliches. Ender Lilies Quietus of the Night ist ein düsteres 2D-Metroidvania mit Souls-Vibes, das Colin wirklich gefeiert hätte. Wo man nur hinschaut, ist das sogenannte Endland bildgewaltig und richtig atmosphärisch. Nur leider prasselt hier seit einiger Zeit ein geheimnisvoller Regen auf alles herunter, was sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte. Und so wurde die einst friedliche Bewohnerschaft in willenlose Hüllen ihrer selbst verwandelt. Denen stellt sich das an Gedächtnisverlust leidende Mädchen Lily in den Weg. Aber während man sich als kleines, blasses Etwas vorankämpft, merkt man schnell, dass sie die Kraft hat, die Befallenen zu läutern und damit aus ihrer misslichen Lage zu erlösen. Untermalt wird das Ganze von einem melancholischen und eindringlichen Soundtrack, der Colin zwar verzaubert, aber gewiss nicht geschadet hätte. Von Boss zu Boss schnetzeln, die gewonnenen Seelen einsammeln und sie mit ihren speziellen Attacken für sich kämpfen lassen, darin liegt der Schlüssel zur Lösung von Ender Lilies, das übrigens neben dem klassischen Metroidvania-Gameplay auch über ein Level- und Fertigkeitensystem verfügt. Kleine Abzüge gibt's allerdings, was den minimalistischen Detailgrad der Karte angeht. Manche Räume sind viel komplexer als das abgebildete Rechteck und das macht die Orientierung manchmal umständlicher, als sie sein müsste. Die Story, die in Form von auffindbaren Textschnipseln oder kurzen Erinnerungen der Bosse erzählt wird, bleibt leider auch ziemlich oberflächlich. Trotzdem macht das 14- bis 20-stündige Abenteuer verdammt viel Spaß und ist ein leckerer Happen, den Colin sich bestimmt auf den Zahn gelegt hätte, wie er es immer gesagt hat. Ich will nicht so weit gehen und die Worte Hollow und Neid in den Mund nehmen, aber wer genretechnisch auf dem Trockenen sitzt und an keinem ganz so harten Brocken wie beispielsweise Blasphemous kauen will, ist mit Ender Lilies gut versorgt. Fans greifen auf alle Fälle zu, alle anderen... Ja, ja, hören Sie auf, ihr Spieleredakteurinnen Phrasen zu dreschen. Es geht hier um einen Mordfall. Und dieses Spiel riecht für mich wie ein Köder. Damit wollten Sie Colin nur anlocken. Er ist... Verzeihung, war ein internetweit bekannter Metroidvania-Enthusiast. Jetzt mal ganz ruhig. Für Ender Lilies war der doch viel zu zäh. Das hätte ihm nie geschadet. Womit haben Sie sich denn noch beschäftigt? Ich bin auch noch in Overboard in See gestochen, um ein klassisches Detektivabenteuer zu erleben. Nur hat die Geschichte des verschwundenen, gut betuchten Malcolm Willensby einen kleinen Twist. Als dessen Gattin Victoria habe ich im Gegensatz zu Ihnen beiden richtige Ermittlungsarbeit geleistet, mir die Geschichten der anderen Passagiere angehört und versucht, in den letzten Stunden bis zur Ankunft den Fall zu meinen Gunsten auszulegen. Die Zeit drängt nämlich und jedes Gespräch, jeder Ortswechsel, ja jede Entscheidung kostet wertvolle Minuten, in denen man einen möglichst positiven Ausgang für Victorias weiteres Leben erspielen muss. Sie hat ihn ja schließlich nicht umsonst nachts zu seinen geliebten Delfinen befördert, um an seine Lebensversicherung zu kommen. Sekunde, ich fasse das mal kurz zusammen. In dem Spiel spielt man eine Mörderin. Ja. Die ihren Mann kaltblütig für ihren eigenen Vorteil umbringt. Genau. Und dann versucht, den Mord bestmöglich zu vertuschen und jemand anderen anzuhängen. Richtig. Und dabei sämtlichen ermittelnden Personen direkt ins Gesicht lügt. Ja, korrekt. Um am Ende mit dem perfekten Verbrechen davonzukommen. Ja, genau, so kann man das sagen.
Sie beide sehen da keinen Zusammenhang. Ja klar, hier im Spiel begeht man einen Mord. Aber der wird wirklich nur als spielerisch reizvolle Ausgangslage genutzt und motiviert sogar dazu, sich mehrmals an den knapp 30-minütigen Durchläufen zu probieren. Man kann jedes Mal neue Taktiken anwenden, an jeder Gesprächskreuzung anders abbiegen, Items liegen lassen oder einpacken und zu verschiedenen Uhrzeiten an die einzelnen Orte gehen, um unterschiedliche Personen anzutreffen. Ja, man spielt dabei eine Killerin, aber ein Spiel wie Overboard kann einem Colin Gable doch nichts anhaben. Der wäre bei so viel Lesestoff und dem Artsy-Indie-Look höchstens mal kurz weggenickt und hätte es schnell an die Seite geschoben. Ja, stimmt, Overboard ist nett und harmlos. Zu klein, um einem Chefredakteur gefährlich zu werden. Sag ich doch. Und ich sag Ihnen noch was. Wenn jemand weiß, mit welchem Spiel man Colin hätte töten können, dann ist es Kuro. Der zockt schließlich alles. Moin. Sie wissen, dass wir Sie zu den Umständen befragen müssen, die zu Colins Tod geführt haben? Ja klar, das ist voll wie bei L.A. Noire von Rockstar Games. Haben Sie das gespielt? Nein. Aber Sie haben doch über die Sommerpause bestimmt einige Spiele gespielt, oder? Ja, sehr viele. Ich spiele eigentlich alles. Ich bin wie der Prinz bei Katamari. Ich nehme alles mit. Okay, sagen wir, war da auch irgendwas Tödliches bei? Lassen Sie mich mal überlegen. Also, Phantom Abyss hätte sicherlich das Zeug dazu, Colin das Lebenslicht auszupusten. Das würde ich am ehesten als eine Mischung aus Indiana Jones und Mirror's Edge beschreiben. Man kundschaftet Tempel aus und versucht, heilige Relikte zu stibitzen. Aber Phantom Abyss ist ein Roguelike und das bedeutet, bei jedem Ausflug wird der Dungeon neu zusammengewürfelt. Und diese Ausflüge sind alles andere als ein Spaziergang. An jeder Ecke lauern Fallen und übernatürliche Wächter, die man nur mit gekonnten Parkour-Einlagen oder dem cleveren Einsatz der Peitsche überwindet. So oder so sollte man sich darauf einstellen, oft ins Gras zu beißen. Das Einzige, was hilft, ist es, panisch die Beine in die Hand zu nehmen. Ganz so unfair, wie das jetzt vielleicht klingt, ist es dann aber doch nicht. Denn mit gesammeltem Gold können Segen gekauft werden, die Verbesserungen für den aktuellen Run gewähren. Typisch Roguelike. Segen und Fluch zugleich ist der asynchrone Multiplayer. Beim Ausflug in die Ruinen wird man von Geistern anderer Abenteuerinnen und Abenteurer begleitet. Die Phantome sind einerseits nützlich, denn sie führen oft zu gut versteckten Schatztruhen. Andererseits können sie auch Fallen auslösen, die dann für einen selbst gefährlich werden. Unterm Strich ist Phantom Abyss trotz Early Access Status ein gelungenes und erfrischend anderes Roguelike. Wer mit klassischen Vertretern wie Binding of Isaac oder Hades eigentlich nicht viel anfangen kann, könnte hier trotzdem gut unterhalten werden. Dann hätte ich da noch Guilty Gear Strive. In der Fighting-Game-Community besitzt die Reihe den Ruf, besonders anspruchsvoll zu sein. Gerade Grünschnäbel haben an den umfangreichen Kombos und vielschichtigen Mechaniken zu knabbern. Aber Guilty Gear Strive möchte das ändern. Echt? Wie wollen die das denn hinkriegen? Ja, zum Beispiel wurde Corner Pressure durch das neue Wallbreak-System entschärft. Was? Ja, das bedeutet, dass man nicht mehr so leicht in die Ecke gedrängt werden kann. Stattdessen geht es auf dem neuen Teil der Karte weiter. Und die Kombos sind in diesem Teil einfacher auszuführen. Die Kämpfe fühlen sich trotz der vermeintlichen Simplifizierung fantastisch an. Und wer sich richtig in die Materie reinfuchsen möchte, kann immer noch eine Vielzahl von Techniken erlernen. Deswegen lohnt sich der Blick in die hilfreichen Tutorial-Missionen allemal. Die gewöhnungsbedürftigen Online-Lobbys sind das Herzstück von Guilty Gear Strive. Der Netzcode gewährleistet in den meisten Fällen geschmeidige Internet-Auseinandersetzungen. Wer derweil lieber offline kloppt, könnte enttäuscht werden. Zwar gibt es einen Story-Modus, der ist aber nur ein 4-stündiger Anime, ohne dass man zwischendurch eingreifen darf. Vom Umfang her ist das etwas dürftig, aber die Kämpfe sind dermaßen unterhaltsam, dass man gerne in die Arena steigt. Unterm Strich überzeugt der neueste Teil der Reihe mit einsteigerfreundlicherem Gameplay, ohne dabei auf zu viel Tiefgang zu verzichten. Und optisch ist Guilty Gear Strive geradezu umwerfend. Aber tödlich? Ich weiß ja nicht. Und dann habe ich noch Going Medieval gespielt. Aber da geht's eher ums strategische Überleben statt ums Töten. So ein bisschen wie in Rimworld, nur halt im Mittelalter. Und, ganz wichtig, in 3D. Dadurch kann man im Gegensatz zu Rimworld Gebäude mit mehreren Etagen bauen. Gerade wenn der Winter einbricht, brauchen die BewohnerInnen einen warmen Rückzugsort, aber auch Schutz vor wilden Tieren und Plünderern. Und da eröffnet die dritte Dimension komplett neue Baumöglichkeiten. Aber nicht nur die Siedlung muss aus dem Boden gestampft, sondern auch die Ansässigen versorgt und bei Laune gehalten werden. Im Gegensatz zu Rimworld spielen soziale Interaktionen in Going Medieval aktuell keine Rolle. Ja, man kann und sollte den Tagesablauf jeder Person stündlich genau bestimmen, und sie besitzen auch Hintergrundgeschichten, Attribute und Leidenschaften,
Aber daraus entwickeln sich keine Beziehungen innerhalb der Gruppe, die für unterhaltsame Momente sorgen könnten. Der soziale Aspekt ist momentan nur Teil der umfangreichen Roadmap der Features, die für Version 1.0 geplant sind. Für einen Early Access-Titel macht Going Medieval einen soliden Eindruck. Dennoch sollte man sich bewusst sein, dass viele Inhalte noch fehlen, die bei Konkurrenten wie RimWorld oder Dwarf Fortress mittlerweile selbstverständlich sind. Vielversprechend ist die Simulation allemal. Ob jedoch ein ähnliches Niveau wie die Konkurrenz erreicht wird, bleibt abzuwarten. Ja, ich glaube, das waren alle halbwegs tödlichen Spiele, die ich gespielt habe. War da was dabei? Nee, eher nicht. Ah, schade. Kann ich sonst noch irgendwie helfen? Ja, Sie könnten uns natürlich sagen, wer Colin getötet hat. Das weiß ich nicht. Aber Sie könnten mal mit Esther und Janina quatschen, das sind unsere Volos und die hatten mit Colin Streit, weil der sie nicht übernehmen will. Oh, interessant. Ja, und die sind Schwestern wie die Gianna Sisters. Komm, verpissen Sie sich. Okay. Hallo, was geht? Nun ja, wir haben gehört, dass es einen Streit zwischen Ihnen und Colin gab. Ein Streit? Und einzeln bitte. Okay, willst du? Nee, mach ruhig. Janina, bitte. Hm? Okay, also ein Streit ist ein bisschen übertrieben. Ich habe lediglich Colin gefragt, wie es nach dem Volo weitergeht. Und er hat gesagt, er überlegt sich's und ruft uns an. Ja, klingt nicht gerade wie ein sicherer Arbeitsplatz. Wieso? Naja, ich meine, offensichtlich sieht er in Ihnen beiden lediglich billige Arbeitskräfte, die für die lähmsten und billigsten Schnarchgames herangezogen werden. Spiele, mit denen Sie vielleicht Colin zu Tode gelangweilt haben könnten. Also hören Sie mal! Einzeln! Also, so langweilig sind unsere Spiele nun auch wieder nicht. Strangeland zum Beispiel. Statt langweilig ist es viel mehr, naja, strange. Der Name ist eben Programm. Aufgebaut als Point-and-Click-Abenteuer steuert man einen Typen in kuscheliger Zwangsjacke quer durch die bizarre Welt. Passend zu dieser allgegenwärtigen Seltsamkeit ist auch, dass der eigene Tod quasi zum Konzept gehört. Der Tod. Ja, der ist wirklich nicht so schlimm. Der gehört halt zum Fortschritt dazu und man verliert dabei auch nichts. Es ist eben super wichtig, vieles einfach auszuprobieren, um an die Lösung der Rätsel zu kommen. Die werfen wiederum einige Fragen auf. Warum genau ist man an diesem äußerst verstörenden Ort? Welche Rolle spielt diese Frau, die sich immer wieder in den Brunnen stürzt? Und wie kann man dem Strangeland entkommen? Das ist nämlich gar nicht so leicht. Das Spiel zeigt sich mysteriös und die Rätsel sind manchmal echt ziemlich kryptisch. Und auch für schwache Nerven ist Strangeland nichts. Now you're wondering, am I losing my mind? Permanent wird man mit Themen wie psychischen Erkrankungen und Trauer konfrontiert. Rein optisch konnte ich mich an der Surrealität mit ihrer Mischung aus Pixelart und Gezeichnetem aber einfach nicht satt sehen. Das psychologische Horrorabenteuer ist sicher nicht für jeden was. Ich fühlte mich aber gut unterhalten. Also würde ich dem Ganzen das Prädikat super strange, aber eigentlich ganz nett verleihen. Super strange trifft's total. Ja, okay, aber so schlimm ist es jetzt auch nicht. Und ich dachte, hier geht's um die Langweiligkeit und die hat Strangeland offensichtlich nicht. Okay, das stimmt. Sonst noch was? Ja, Backbone. Das ist ein Pixel-Art-Spiel und ebenfalls ein Rätselabenteuer. Als Privatdetektiv Howard Lothor nimmt man Fälle in der Stadt Vancouver an. So auch den einer verzweifelten Frau, die einen Beweis dafür haben will, dass ihr Mann sie betrügt. Emotionslos nehmen wir den Fall an und tauchen dabei immer weiter in das dunkle Milieu der Stadt ab. In der Welt leben übrigens nur vermenschlichte Tiere, kann ja schon mal nicht langweilig sein. Der anfangs linear scheinende Betrugsfall wird schnell zu einer viel größeren Sache. Das Spiel thematisiert dabei Gewalt, Drogenmissbrauch, Rassismus, Korruption und vieles weitere auf eine sehr direkte Art und Weise. Und bevor ihr etwas sagt, ich weiß, das klingt schon wieder recht hart. Aber die coolen Tierchen und die schicke Optik lockern das alles etwas auf. Gerade dieser 2,5D-Style mit seinen fein gepixelten Details und dreidimensionalen Elementen ist wirklich schön. Okay, Backbone glänzt jetzt nicht gerade mit einem komplexen Spielkonzept, konzentriert sich dabei aber auf die Dialoge. Man wählt dabei aus, wie man sich dem Gegenüber verhalten will und richtet damit entweder mehr Schaden an oder löst smart einige Probleme. Dabei verlieren kann man nicht, richtig einschätzen, wie gravierend die Entscheidungen sind, allerdings auch nicht. Die geheimnisvolle Stimmung wird dabei durch ein dezentes Musik- und Sounddesign unterstrichen. In jedem Fall wird die Spannung auch ohne große Action aufrechterhalten. An manchen Stellen würde ich mir allerdings wünschen, dass die Interaktionsmöglichkeiten nicht so vor die Nase gesetzt werden. Das Spiel zeigt nämlich genau an, wo man wie interagieren kann und da hat man auch nur zwei Möglichkeiten. Ich würde lieber selber suchen wollen. Wer Bock auf gute Story und ein verruchtes Setting hat, hat aber Bock auf Backbone.
Gut, die Spiele klingen jetzt eher interessant als langweilig. Ja, dann geht's bei Ihnen wahrscheinlich genauso weiter, oder Esther? Nicht so ganz. Ich habe Colin erstmal Scarlet Nexus gezeigt. Ein japanisches Action-RPG, das in einer dystopischen Zukunft angesiedelt ist. Wissenschaftler haben in den Gehirnen der Menschen ein Psionika-Hormon entdeckt, das übersinnliche Kräfte hervorrufen kann. Die sind sogar essentiell im Kampf gegen die sogenannten Anderen. Das sind sowas wie außerirdische Zombie-Mutanten. Damit die Gehirne der Menschen auch da bleiben, wo sie sind, haben sie die AAS gegründet, die Anderen Abwehrstreitkraft. Die Hauptpersonen des Spiels sind Teil davon. Yuito Sumeragi und Kasane Randall. Beide bieten unterschiedliche Handlungsstränge, zwischen denen man zu Beginn entscheiden muss. Sie treffen zwar immer wieder aufeinander, trotzdem bieten beide genug neue Perspektiven, sodass sich ein erneuter Spieldurchgang mit der jeweils anderen Figur lohnt. Aber nicht nur Optik und Handlung unterscheiden sich. Neben anderen Begleitern, zu denen ihr auch eine Beziehung pflegen solltet, variiert auch das Kampfsystem. Während Yuito mit seinem Schwert im Nahkampf punktet, glänzt Kasane eher im Fernkampf. Beide teilen sich jedoch dieselbe Fähigkeit, Telekinese. Egal, ob ich den anderen nur mal gerade ein Auto entgegenschleudere, sie mit fliegenden Stahlträgern fertig mache oder auch mal mit einem Bus überfahre. Aber ich muss sagen, die Kämpfe in Scarlet Nexus sind definitiv ein Highlight. Und auch wenn der Einstieg etwas holprig war, die Umgebung oft etwas leblos und die Charaktere zumindest auf den ersten Blick leider total klischeebehaftet wirken, hat mir Scarlet Nexus schon sehr viel Spaß gemacht. Naja, das klingt zumindest nicht so langweilig, dass man davon sterben könnte. Haben Sie Colin sonst noch was gezeigt? Danach brauchte Colin erstmal etwas Ruhe. Also habe ich ihm den Power Wash Simulator gezeigt. Der klingt zwar etwas langweilig, aber sieht das nicht eher nach Entspannung aus? Ach, wissen Sie, nach einem langen Arbeitstag habe ich nicht mehr wirklich Lust, in meiner Wohnung klar Schiff zu machen. Also setze ich mich lieber an den PC und mache die von anderen sauber. Erst die Terrasse, dann den Rasenmäher und hier die Veranda. Ich meine natürlich diese Regenrinne. Die Aufträge sind auch sehr abwechslungsreich, muss ich sagen. Mal macht man ein komplettes Haus, dann nur einen Garten oder doch mal einen Spielplatz sauber. Teilweise aber sogar Autos oder Motorräder. Und habe ich mal keine Lust mehr, kann ich zwischen den verschiedenen Aufträgen sogar hin und her wechseln. Beim Säubern selbst verspreche ich meinen Kunden eine 100%ige Zufriedenheitsgarantie. Um diese zu erfüllen, muss ich selbst in die kleinsten Ecken kommen. Das mache ich aber natürlich nicht umsonst. Von dem verdienten Geld kann ich mir verschiedene Reiniger und weitere Düsen und Aufsetzer für meinen Druckreiniger kaufen. Toll, oder? Irgendwie geht es mir aber auch noch nicht mal ums Geld. Ich spüre einfach eine innere Ruhe, wenn ich sehe, wie zum Beispiel dreckiges Holz durch einen einzigen Wasserstrahl wieder sauber wird. Das ist keine Langeweile. Das ist Relaxion. Oh, Powerwash Simulator klingt schon ziemlich lame. Soll ich Sie verhaften? Nein, nein, der klingt schon eher entspannt. Und die anderen Spiele scheinen auch irgendwas zu haben. Davon stirbt keiner. Sag ich doch! Außerdem nerven die beiden. Ich mach's kurz. Wenn Sie jemanden, der ein Problem mit Colin gehabt haben könnte. Trant! Trant? Ja gut, ich war sauer auf Colin wegen der Geschichte mit Dean und der Banane. Okay, und wer ist jetzt Dean? Das ist ein Hund. Okay, das müssen Sie jetzt erklären. Also wir haben im Park gespielt, Dean und ich, und Dean war wieder super lustig und es hat Spaß gemacht. Und dann kommt mir nix, dir nix Colin um die Ecke und lockt Dean mit einer Banane weg. Ja und, dann hat Colin dem Hund halt eine Banane gegeben, ist doch kein Problem. Ist wohl ein Problem. Ich bin Deans bester Kumpel. Ich gebe ihm Bananen, nicht Colin. Ja, und dann wollten Sie sich vielleicht an Colin rächen wegen dieser Bananenhundenummer. Ach Quatsch, das wäre mit den Spielen, die ich in der Sommerpause gespielt habe, eh nicht gegangen. Das werden wir uns jetzt mal ansehen. Was haben Sie denn so gespielt? Tja, da war einmal das Spielestudio für die Switch. Ist genau das, was draufsteht. Ein Lernspiel, mit dem man eigene Videospiele programmieren kann. Klingt kompliziert, aber Nintendo wäre nicht Nintendo, wenn sie das nicht super einsteigerfreundlich gestaltet hätten. In den interaktiven Lektionen erzählt einem ein kleiner Punkt namens Bob wirklich jeden einzelnen Schritt, der nötig ist, um ein Spiel zu erstellen. Programmiert wird mit Nodes. Das sind Funktionsobjekte, die durch Verbindungen miteinander interagieren, um so Welten, Figuren und Regeln zu erstellen. Und damit das alles nicht zu trocken rüberkommt, heißen die Nodes bei Nintendo Knotixe, haben Gesichter und reißen schlechte Sprüche. Na, auf jeden Fall sind die interaktiven Lektionen richtig geil, um Grundlagen kennenzulernen. Am Anfang sind erstmal die billigen Sachen dran, zum Beispiel wie man mit Stick- und Knopfknotixen ein Männchen steuerbar macht oder Plattformen und Wände baut. Später kommen komplexere Funktionen hinzu, wie hier die Befestigung einer Kanone an einem UFO, mit der man Aliens abschießen kann. Nach jeder erfolgreichen Fertigstellung eines dieser Spiele kriegt man dann nochmal kleine Programmierrätsel vorgesetzt, bei denen man das erlernte Wissen selbstständig anwenden muss.
Lerntechnisch ist das auf jeden Fall ganz großes Kino, was Nintendo hier abgeliefert hat. Selbst der größte Dulli wird alles verstehen und beim Lernen Spaß haben. Ich verstehe aber, meiner Information zufolge war Colin niemand, der die Geduld zum Programmieren gehabt hätte. Hätte er auch Spiele von anderen Nutzern runterladen können? Ja, theoretisch schon, ja. Was meinen Sie mit theoretisch? Naja, es gibt keine Übersicht von allen veröffentlichten Spielen, in der man rumstöbern könnte. Stattdessen muss man 10-stellige Codes eingeben, die man sich auch noch selbst im Netz zusammensuchen muss. Zum Beispiel auf Twitter oder auf irgendwelchen News-Seiten, die einen Artikel über die besten Kreationen gemacht haben. Unfassbar blöd und umständlich. Tja, und von den Spielen selbst darf man sich auch nicht zu viel erwarten. Minigames auf dem Niveau der interaktiven Lektionen können ganz spaßig sein, aber komplexere 3D-Sachen sind spielerisch der absolute Horror. Also so Dinger wie dieses Sonic-Level. Oder dieser F-Zero-Nachbau. Oder auch dieses Pac-Man Pro-Skater-Spiel. Die alle steuern sich beschissener als Superman fürs N64. Mit den Möglichkeiten, die einem zum Beispiel Dreams für die PlayStation 4 gibt, kann Spielestudio nicht im Ansatz mithalten. Oh, das klingt so, als hätte Colin sich dadurch zu Tode ärgern können. Meinen Sie nicht auch? Nee, der hat schon gewusst, dass es nur eine Lernsoftware ist. Und außerdem, bei Nintendo freiwillig ein Spiel nur für 30 Euro UVP raushaut, dann erwartet man da auch keine Wunder. Der hat wahrscheinlich kurz geschimpft für einen Rohrspatz, aber sich zu Tode geärgert, auf keinen Fall. Ja, das leuchtet ein. Welches Spiel hatten Sie denn noch gefunden, was Colin hätte gespielt haben können? Das war Police Simulator Patrol Officers. Heikel. Da, wo Simulator draufsteht, ist ja fast immer tödliche Langeweile drin. Ja, da haben Sie nicht ganz Unrecht. Man muss, glaube ich, ein extrem kleinkarierter Spießer sein, wenn einem digitales Knöllchenverteilen Spaß machen soll. Fahrzeugzulassung noch aktuell? Ja, leider. Parkuhr abgelaufen? Nee, läuft noch. Scheiße. Aber was ist das? Er hat ja viel zu weit vom Bordstein weggeparkt. Ha, das ist verboten. Spüre den Zorn des Gesetzes, du Punk! Wenn man so drauf ist, macht's vielleicht auch Bock, ewig und 3 Tage an der Straße zu stehen, um Raser mit der Radarpistole zu knipsen. Oder Fußgänger wegen unerlaubtem Überqueren der Straße 25 Mäuse abzuzwacken und sie dann zu verabschieden mit: Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Naja, also wenn's nach mir ginge, würde ich lieber diesen Aliens hier ein Ticket wegen ihrer schlechten Menschenverkleidung ausstellen. Oder den Hotdog-Stand verhaften wegen seiner gammeligen Texturen. Aber gut, ich bin auch nicht die Zielgruppe und außerdem ist das Spiel noch in der Early-Access-Phase, da will ich nochmal ein Auge zudrücken. Na, da haben wir's doch. An dem Spiel muss Colin abgenippelt sein. Das ist die perfekte Tatwaffe. Au contraire, mein Lieber. Denn Sie vergessen, dass Colin durchaus ein Faible für stockärschige Simulatoren hatte. Denken Sie nur an Game 2 Folge 50, wo er beim Fahrgeschäftssimulator regelrecht ausgerastet ist vor Freude. Oh, wie geil, was es hier alles zu entdecken gibt. Oh, hier kann ich das wahrscheinlich alles umstellen. So, Leute, seid ihr gut drauf hier? Außerdem ist der Police-Simulator manchmal reinstes Comedy-Gold. Ich zeige einfach mal eine kleine Geschichte, in der ich anfangs eine flüchtige Person suchen musste, die dann aber eine komplett falsche Wendung nahm. Diese Person ist unerlaubt über die Straße gegangen. Den Führerschein und, wenn möglich, den Versicherungsschein, bitte. Bitte schön, Officer. Das gibt einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. So viel? Ich muss Sie festnehmen, wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte, nein! Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Brillant. Einfach brillant. Nicht schlecht, Herr Trant. Da haben Sie den Hals gerade noch mal aus der Schlinge gezogen. Aber Sie hatten noch ein drittes Spiel, habe ich recht? Das ist korrekt, ja. Und zwar Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin. Um es ganz simpel zu formulieren, ist das ein relativ klassisches Japano-Rollenspiel mit Monstersammelaspekt. Als Angehöriger eines Stammes von Raidern, die mehr oder weniger im Einklang mit Monstern leben, bereist man eine große Welt, um der Legende um den mächtigen Ausmerzflügel Rathalos auf den Grund zu gehen. Denn laut den Monsterjägern, die gerade zu Besuch sind, sollen seine Wings of Ruin eine riesige Zerstörungskraft haben. Aber ist der Rathalos wirklich eine Bedrohung? Das gilt's rauszufinden. Zusammen mit Monstern und Begleitern an seiner Seite verhaut man in rundenbasierten Kämpfen andere Monster und plündert auch deren Nester, um neue Monstergefährten auszubrüten. Dank vieler interessanter Mechaniken und Regelsysteme ist der Rollenspielpart richtig spaßig. Es gibt 3 Angriffstypen nach Schere-Stein-Papier-Prinzip, Skills und Perks für die Monster, Teamattacken und Ultis,
dann noch die Ausrüstungsoptionen für den eigenen Rider sowie ein System zur Herstellung von Hilfsgegenständen. Dadurch bleiben die Kämpfe und die Erkundung der Welt immer interessant. Außerdem ist die Story spannend, die Charaktere überwiegend super sympathisch und die Präsentation der Cutscenes und Kämpfe auf Top-Niveau. Das hätte auch Colin Spaß gemacht, obwohl der weder Monster Hunter noch Anime-Fan ist. Geärgert hätte er sich höchstens über die lieblos gestalteten Oberwelten, die sind nämlich ziemlich öde, und über die zuckelige Framerate auf der Switch. Stabile 30 Frames pro Sekunde sind das beileibe nicht. Aber gut, es ist auch kein Actionspiel, da kann man das noch verschmerzen. Oder man spielt's auf PC, da gibt's das Spiel nämlich auch. Sie sehen also, an meinen Spielen kann Colin nicht verreckt sein. Aber ich würde an ihrer Stelle mal Basti fragen mit seinen mordsoriginellen und ach so emotionalen Indie-Spielen. Oder mit seinem Legend of Mana, das tollste Spiel der Welt. Das ist quasi Gift für Rock'n'Roll Colin. Ja, ist aber... Der ist schon spät, den Rest machen wir morgen. Ich, Colin zu Tode gelangweilt. Ich bitte Sie. Erstens ist Colin der Chef und ich würde ihm niemals was antun. Und zweitens habe ich in der Sommerpause nur Spieleperlen allererster Güteklasse bearbeitet. Ja, wir hörten davon. Also wollen Sie jetzt sicherlich von dem tollsten Spiel der Welt, Legend of Mana, hören? Nein. Hören Sie, wir wollen einen Mord aufklären und nicht den Vorsitzenden des Fanclubs irgendeiner obskuren Japano-Scheiße. Legend of Mana. Zuhören. Oh Gott. Erzählen Sie uns von dem anderen Spiel. Wie hieß das? Surini? Chicory. Ja, sag ich doch. Also, Chicory ist ein Zelda-like mit pazifistischem Twist. Es konzentriert sich fast komplett auf Rätsel, Geheimnisse und seine Geschichte. Kämpfe oder gar Brutalität gibt's hier gar nicht. Deshalb kann Chicory gar kein Mordinstrument sein. Statt mit einem Schwert zu hacken, wird der Pinsel geschwungen. Mit dem haucht man nicht nur der farblosen Welt wieder Leben ein, sondern löst auch die eben angesprochenen Rätsel. Deren Niveau steigert sich kontinuierlich und gerade die vereinzelten Dungeons sind dahingehend echte Highlights. Wenn es dann doch zum Kampf mit einem der Endgegner kommt, fetzt das aber auch. Das fordernde Multitasking aus Ausweichen und Gegnerpinseln, der knallende Soundtrack der Celeste-Komponistin Lena Raine und das rhythmische Zusammenspiel aller Elemente ist einfach geil. Auch die Geschichte, die gerade zu Beginn noch etwas zahnlos wirkt, zieht später ordentlich an und greift unerwartet finstere Themen auf. Allerdings verkauft sich Chicory optisch auf dem Niveau eines ausradierten Malbuchs echt unter Wert. Das mag zwar handlungs- und spieltechnisch sinnvoll sein, sieht aber auch halt einfach sehr fade aus. Klar kann man alles selber wieder ausmalen, bei mir sah das am Ende aber trotzdem immer so aus, als wäre ich gerade bei einer Runde Twister über Farbeimer gestolpert. Zum Malen hat sich leider die getestete PS5-Version als etwas schwierig erwiesen, weil sich der Pinsel mit Analogstick und Touchpad etwas träge steuert. Die PC Master Race ist da mit Maus und Tastatur klar im Vorteil. Letztlich sind das aber nur zwei kleine Fauxpas, die Chicory mit viel Herz und ungewöhnlichem Spielansatz locker wieder wettmacht. Dabei fällt mir ein, Legend of Mana war damals bei Release auch wahnsinnig ungewöhnlich. Ja, das hatte eine nonlineare Erzählweise. Man konnte die Welt. Ich habe das Gefühl, dass Sie von den anderen Spielen ablenken wollen. Was? Nein. Da war doch noch was anderes. War das vielleicht das Mordinstrument? Ich bitte Sie. Sky, Kinder des Lichts? Das kommt von den Leuten, die schließlich eines der besten Spiele aller Zeiten gemacht haben. Journey. Das steht sogar so in unserer Top-25-Liste der besten Spiele der Dekade. Gift ist das also auf gar keinen Fall. Sky erreicht vielleicht nicht ganz die gleichen Höhen, zumindest spielerisch geht's aber auch weit nach oben. Als Kind des Lichts kann man mit Hilfe eines Umhangs nämlich über die Wolken fliegen. Dabei tun sich immer wieder neue Gebiete auf, in denen Geister gefangen sind. Die gilt es mit dem eigenen Licht zu erwecken, um so nicht nur deren Geschichten nachzuempfinden, sondern sie auch erlösen zu können. Als Belohnung dafür gibt's neue Emotes. Ja, ich weiß, jetzt nicht der krasseste Preis, aber zumindest erleichtern sie die Kommunikation mit anderen Spielern. Wie bei Journey wird man hier auch zufällig mit anderen zusammengeworfen. Und weil es keinen Sprach- und zumindest zu Beginn auch keinen Textchat gibt, muss man eben erstmal über Gesten auf sich aufmerksam machen. Kommt es zur Online-Freundschaft, können sogar Hand in Hand Rätsel gelöst und gemeinsam noch höhere Höhen erreicht werden. Das ist schon echt schön. Außer man kriegt bei ausgestreckter Hand einen Korb. Aua. Davon abgesehen ist Sky aber ein meditativer, sehr schöner Trip für den inneren Seelenfrieden. Sie glauben noch nicht wirklich, dass Colin daran hätte sterben können, oder? Okay, das war's nicht. Och nein, wollen Sie ihn jetzt wirklich noch zu Legend of Mana ausfragen? Ja. Nö, jetzt will ich nicht mehr. Hören Sie, es ist wirklich... Na gut, wenn Sie schon so vehement nachfragen. Also, passen Sie auf. Das 1999 für die PlayStation erschienene Legend of Mana wurde jetzt mit einem anständigen Remaster modernisiert. Die handgezeichneten Hintergründe und pixeligen Charaktere haben mir früher schon Freudentränen in die Augen getrieben.
und machen das bei dieser knackscharfen Neuauflage auch. Gerade das Kreaturen- und Charakterdesign ist einfach pur Mana und sticht dank seiner bunten Andersartigkeit aus der Masse an glubschäugigen Stachelhaar-JRPGs heraus wie ein Punk beim Trauergottesdienst. Inhaltlich bleibt aber ein recht klassisches Action-Rollenspiel. Man nimmt irgendwo eine Quest an, geht in den Dungeon und nach einigen Kämpfen macht man aus dem bildschirmfüllenden Boss einen Hackepeter. Die Kämpfe sind etwas träge und brauchen eine kleine Eingewöhnungsphase, dann sind sie aber ziemlich kurzweilig. Wenn man auf das Dauergekloppe mal keinen Bock hat, kann man das im Remaster aber auch bequem deaktivieren. Dann sind die Dungeons bis auf die Bosse angenehm leer. Die größte Besonderheit an Legend of Mana ist aber, dass es völlig nonlinear abläuft. Anhand von Artefakten, die man im Verlauf des Spiels erhält, bastelt man sich seine eigene Weltkarte zusammen. An sich ein cooles Prinzip, das aber manchmal seine Tücken hat. Denn oft weiß man gar nicht genau, wo man als nächstes weitermachen soll. Und statt einer durchgehenden Story kommt es hier halt nur zu vielen kleinen Kurzgeschichten. Sobald man sich aber damit angefreundet hat, ist Legend of Mana aber auch heute noch ein richtig tolles Retro-Action-Rollenspiel, das zwar in einigen Belangen etwas Staub angesetzt hat, sich dank seiner einzigartig schrägen Bilderbuchwelt aber seinen Charme bewahrt. Und deshalb ist Legend of Mana vielleicht mordsmäßig geil, aber ganz bestimmt nicht schuld an diesem Mord. Kann ich jetzt gehen? Ja. Ja? Danke. Also ich fand den jetzt schon verdächtig, weil so gut ist Legend of Mana jetzt auch wieder nicht. Ich weiß, wer der Mörder ist. Ja? Ja, trommeln Sie alle zusammen. Wir treffen uns im Herrenzimmer. Die Bitch. Meine Damen und Herren, Sie möchten bestimmt den Grund wissen, warum ich Sie rufen ließ. Nun, ich habe den Fall gelöst. Ruhe bitte! Es gibt zwei entscheidende Details, die ich Ihnen bis jetzt vorenthalten habe. Ach ja? Hier in meiner Hand befindet sich der Bericht des Gerichtsmediziners. Die meisten von Ihnen glauben vielleicht, dass Colin erst gestern verstarb. Dem ist jedoch nicht so. Colin ist bereits seit Wochen tot. Was? Was? Ja, ganz recht. Nur einem von Ihnen war das bereits bekannt. Und zwar dem Mörder. Und der heißt... Tützak! Ich? Ganz recht. Collins echter Todestag ist der 24. Juni. Das ist kein gewöhnlicher Tag. Das ist der Erscheinungstermin von Legend of Mana. Basti, ich wusste es! Das ist doch komplett lächerlich. Warum sollte ich denn Colin töten? Colin ist der Chef! Das kann ich Ihnen sagen. Colin wusste genau, dass Sie Legend of Mana niemals objektiv bewerten könnten. Er wollte das Spiel jemand anderem geben. Das konnten Sie natürlich nicht zulassen. Ja, und hier kommt das zweite, nicht ganz unwichtige Detail ins Spiel. Das Testament. Lesen Sie. Im Falle, dass ich, Colin Gable, Chefredakteur von Game 2, einen neuen Posten in der Hauptredaktion von Rocket Beans TV annehme oder eines vorzeitigen Todes sterbe, vererbe ich Befehlsgewalt über Game 2 an Tim. Wo ist der eigentlich? Der ist im Urlaub. Ach so. An Tim und Basti! Was? Ja, und als stellvertretender Chefredakteur konnten sie sich das Spiel selber zuteilen. Und darum musste Colin sterben. Basti, ich wusste es! Aber das macht doch gar keinen Sinn. Wie kann Colin schon seit Wochen tot sein? Wir haben doch noch alle mit ihm geredet. Das ist ganz einfach zu erklären. Basti hat Colins Leiche gekonnt als Puppe benutzt. Und ihnen allen vorgespielt, dass er noch lebt, um sich ein Alibi zu verschaffen. Sorry fürs Verdächtigen, Chef. Ja, kein Problem. Oh Mann. Tschüss, Chef. Ja, tschüss, tschüss. Und? Hat's funktioniert? Zu 100%. Die haben es mir abgekauft. Ich wusste, dass ich eines Tages das FSJ im Puppentheater auszahlen wird. Sehr gut, Basti. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Tim ist der Chef. Ha,
Leute, das war's mit der Sendung, in der ich Chef bin. Und diese Handlung, die wir gerade gesehen haben, die könnte ja fast die Handlung einer geilen Serie sein. Und falls ihr auch Serien mögt und Games mögt, dann schaut mal in das Video von Always Caro rein. Da erfahrt ihr nämlich, welche Games ihr zocken sollt, wenn ihr bestimmte Serien mögt. Das ist sehr interessant. Und weil ich der Chef bin, guckt ihr jetzt dieses Video an. Denn ich bin der Chef. Ich bin der Chef. Ich bin der Chef!